Die Trilogy habe ich auf die Switch. Okay, ich habe die DS-Games damals geliebt, genauso wie Professor Layton. Auch Professor Layton überlege ich auch schon immer, ob ich da mal reinschaue. Gerade bei dem Professor Layton und Phoenix Strike Crossover habe ich wirklich überlegt, ob ich mir das gönne. So how did she actually die? What was the real cause of death? Ich denke mal, dass das mit dem grünen Zeug zusammenhängt. There was a green residue in the bottom of the victim's coffee cup. Game ist toll, kannst du dir empfehlen? Okay, schreibe ich mir mal auf meine gedankliche Wunschliste. Phosphorus. Aber für diesen Monat habe ich erstmal genug Spiele, beziehungsweise am 31. Juli kommt ja der F1 Manager 23 raus, den ich spielen möchte. Am 24. Oktober kommt City Skyline 2, auf das ich extrem gehypt bin, was ich totsuchten werde. Genau, die Streichhölzer hatten wir noch. Was bewegt denn im Zusammenhang mit Streichhölzern? Ist sie irgendwie an Schwefel oder so gestorben? Also found in Common Garden Fertilizer. Gartendünger. Diese Zeichnungen sind toll. Her coffee was spiked with fertilizer. Dünger zugesetzt. Someone clearly wanted her dead. Okay, das mit dem Dünger hätte ich nicht gewusst, aber alles davor hätte ich auch gefunden. Also ich bin schon mal intelligenter als die Studentinnen im Spiel. Gone before her time. Viel zu früh von uns gegangen. Sie war noch zu jung, um zu sterben. Yes. A blow to the head? Yes. An accident? No. Certainly not. No footprints in an unshattered mug? She was killed somewhere else and carried here. This is the story of a scorned ex-lover. Jenny? The gardener. Enacting his revenge. Der Gärtner, ich wusste es! Es ist immer der Gärtner! Jenny. A deadly brew of fertilizer and caffeine coursing through the veins. That's quite enough, thank you. What happens to the gardener? Is this gonna be on the test? Kommt das im Test vor? Remember, class, even the smartest criminals make mistakes. Kommt das im Test vor? This is how we catch a killer. Ah, bin ja mal überlegen, was wir als nächstes bei mir machen. Das Nachfolgegame für Corkhüber steht auf jeden Fall schon mal fest. Wir stechen in den See! Aber ich habe so viele Spiele, die ich gerne spielen will. Nur die Zeit ist das Problem. Das fühle ich irgendwie so ein bisschen. Wenn ich acht oder neun Stunden auf Arbeit bin, nach Hause komme. Es war ja der Grund, warum ich in letzter Zeit auch... Also einer der Gründe, warum ich in letzter Zeit so wenig gestreamt habe, weil ich mir nach 8 oder 9 Stunden Arbeit denke... Tut schon echt gut, einfach nur zu existieren. Tut schon echt gut. Ah, also das heißt, es wird Sea of Thieves oder was? Oh, Sea of Thieves macht mega Bock. Spiel ich leider viel zu selten. Wollte jetzt am Wochenende eigentlich mit einer Freundin spielen, aber die hatte jetzt gesundheitliche Probleme, weswegen wir das nochmal verschoben haben. Das macht auch schon Bock. But what's the point of all this? Yeah, there hasn't been a murder in Arthurton in years. Every town has a dark side, even Arthurton. By doubting, we are led to question. And by questioning, we arrive at the truth. Okay, that's all for today. Don't forget, next class is our field trip to the morgue. Zum Leichenschauhaus, ja! So have a light lunch. Es nur etwas Leichtes. Bruder der Butler, The students need to think for themselves, Jenny. That's why they're here at Gumbold. To learn. I just figured we all had places to go. Speaking of which... And where are you off to, young lady? I'm a dead body mom, remember? Dead bodies don't tell. See ya! Wait, before Touché. You go, I have something for you. Cool. Ein Geschenk? What is it? If I told you, that would spoil the fun, wouldn't it? The LeClues didn't simply hand each other presents. They hid them. No, ich habe so eine Vermutung, was es sein könnte. Ich bin mir aber nicht so sicher.
Also, ein Geschenk hat ja normalerweise eine Schleife. Sind wir... Hey, Kinder! Seht ihr ein Geschenk mit einer Schleife auf dem Bild? Detective Conan, featuring Ace Attorney. Ja, momentan erinnert mich eher mehr an Detective Conan, ne? Hallo, Herr Walk. Einen wunderschönen Abend. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. It was a family tradition, and Jenny had developed a sixth sense for finding them. With her trusty magnifying glass at her side, nothing eluded her. Gut, und selbst ja auch. Ich hatte heute einen relativ entspannten Tag. Ah ja. Und spiel jetzt ein gutes Spiel und nachher spielen wir noch Among Us. Daraus könnte man ein gutes Thumbnail machen, ne? Achso, warte da. Okay. A new journal. To Jenny, there was nothing better than the aroma of a fresh. Na, da steht Schuhe. Wo kommt jetzt das Notizbuch her? It smelled like mystery. Without missing a beat, she did what any detective worth their salt would do. She decorated it. Aber da steht Schuhe. Wo kommt das Notizbuch her? Lol, ich kann die Sticker selber. Ich kann die selber platzieren. Oh! Kann ich das draufkleben? Ja! Schön! Ey, das sind so Details, die sind total irrelevant für das Spiel. Die sind aber grandios. Oh, ne. Kann ich später Sticker finden und die hinzufügen? Das wäre ja... Ja, es gibt noch 4 Seiten. Okay, das ist cool. A new journal meant new adventures. Ach, die Sound-Alerts funktionieren immer noch nicht. I'm very sorry. Ich habe bei meinem Bot immer noch nicht eingestellt. Ich krieg nämlich meinen Bot und OBS nicht miteinander verknüpft. Was bedeutet... Oh, scheiße, wo sind hier die... Was bedeutet, dass ich die Sound dass die Sound Alerts nicht funktionieren? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich die abschalte. Ich glaube hier. Nee. Ja, am besten erstmal nicht benutzen. Ich weiß gar nicht, wo ich die abschalte hier. Seit dem neuen Overlay kriege ich hier, finde ich da nichts mehr. Do you need support, Kinder, wer das kostenlos machen kann? Ja, also, alles gut. Komme ich gegebenenfalls drauf zurück, aber jetzt erstmal on-stream nicht. Weiß halt auch nicht, warum. Weil es ist alles so eingestellt, wie es soll. Ich guck mal in ein, zwei YouTube-Tutorials noch die Tage rein, um zu gucken, ob was da Phase ist. She imagined all the thrilling cases that would soon fill its pages. And on the first page, her mother had written an inscription. Ein guter Detektiv gibt niemals auf. Entliebe Mom. Wer ist Mom? Great detective never gives up. Love Mom. Find a map. Keep it here. Lol. Ah, Wählerischkeit. Du hast einen unheimlichen Ton ausgewählt, der mysteriöse Mann pfeifen soll. Okay. Cool, man kann Geheimnisse finden und so. Sehr geil. Realist, Träumer. Oh, du hast Entscheidungen, die das hier beeinflussen. Direktor-Ding. Was? Ich kann das dekorieren! I love it. Thanks, Mom.
Ja, ich liebe es. Jenny. Ja, es ist wie Life is Strange, nur nicht langweilig, was? I wanted to talk about... Du, wir müssen über etwas reden. To say, Über Bienchen und Blümchen oder worüber willst du jetzt reden, Mutter? Somewhere in the back of Jenny's highly caffeinated brain, an alarm bell was ringing. Wie alt ist Jenny eigentlich? Frag für einen Freund. Hesitating. What could be causing her to act so out of character? Analysieren wir jetzt unsere Mutter? Sie hat eine defensive Körperhaltung. Es ist ihr unangenehm. Also will sie irgendwas ansprechen, was vielleicht die Scheidung. Ja, eingeschränkter Blickkontakt, wässrig defensiv. Da! Defensive Körperhaltung! Fehlender Ring! Oh nein! Die Eltern trennen sich. Jenny saw it coming from a mile away. Her mother was about to get emotional. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Wo ist das? Habt ihr das gehört? Jetzt nehme ich die ganze Spannung hier raus, weil ich nicht weiß, ob die Soundcomments auf meinem Soundboard funktionieren. Oh, der Ausgang ist wieder Standard. Es hat sich hier schon wieder alles zurückgesetzt. Ah, deswegen war das auch so laut. Emotional damage. I've really gotta go. No, Jenny, wait. Ey, ich muss ja auch wirklich los. I need your help. What? Really? Jenny couldn't believe her ears. It was extremely unusual for her mother to ask for help. Du musst deinen Vater umbringen, was? It must be something very important. Tracing the steps of a deranged killer? A cold case that only someone with Jenny's expertise could solve? I've misplaced the students' essays on decapitation. Ich habe die Aufsätze der Studenten über Enthauptung irgendwie verlegt. See if you can find them for me before you leave. I have to run. Wow. The case of the misplaced papers. Are you sure you want to trust me with such a complex task? I have no doubt you'll be able to find them. They're around here somewhere. Wenn wir sie finden, ich weiß es nicht. Jenny was unsure if her mother was unable to detect sarcasm or just really good at ignoring it. Ja komm, helf mir unserer Mom. I'll find them before I leave. On one condition. Yes. You have to let me help grade them. Okay. One of Jenny's favorite pastimes was grading papers. Nothing pleased her more than giving a big shiny F to an overconfident student. Don't push your luck. Und wenn jemand eine Eins hat, dann liegt es an den helfenden Elfen. Der Humor ist mega. Ich liebe das Spiel jetzt schon, ja. Please. Okay. Yes. Find the papers and go straight home. But I'm meeting Keith tonight. No buts, remember? Oh, I'm sorry. Maybe I'm still feeling the effects of being poisoned for your class. Well then, I have the perfect antidote. You're staying with your cousin this weekend, and you still need to pack. This again? Look, I've considered your offer, Mom, and I'm going to have to decline. Das war keine Bitte. I'm old enough to take care of myself. I'll be back late tonight. There's meatloaf in the fridge. Hackbraten. Late again? What are you up to? Jenny LeClue, it's been a difficult week. Could you please just do what you're told for once and stop asking questions? Niemals! Fine. And try to stay Rebellion! When do I ever get into trouble?
Also, wann habe ich hier Ärger gemacht? Die letzten 85 Fälle kannst du jetzt echt nicht dazu zählen. Let's find these papers and get out of here. Ja, but first, let me take a selfie. Das Spiel ist halt echt toll, ne? Also der Humor und alles ist halt wirklich schön. Also wirklich so Phoenix Wright und wie Cora schon geschrieben hat hier, ne? Ace Attorney Detective Conan Life is Strange. Das ist schon toll. Solange das jetzt nicht wie in Digimon ist, dass das Storywriting auf einmal kacke wird, dann bin ich mit allem zufrieden. Ich habe übrigens eine Bitte an Elgato, dass man bitte mehrere... Geht das? Dass man mehrere Soundspuren vielleicht, ich weiß auch nicht, ich habe es immer auf Musik gelegt, dass man mehrere Soundspuren vielleicht, mehrere Knöpfe gleichzeitig den Ausgang ändern kann. Das wäre ja also, das würde man nämlich, wenn man gerade mitten in einer Aufnahme ist, Zeit sparen, wenn man eines der Sachen, die man viel benutzt, mit einem Schlag ändern könnte. Das wäre ja fantastisch. Und ich versuche ganz bestimmt nicht bewusst, meine Sätze so in die Länge zu ziehen, dass hier Stille herrscht, während ich hier panisch jedes Mal suche, wo hier eigentlich der Ausgang Wavelink Music ist. Das würde mir tatsächlich doch nie passieren, dass ich sowas überbrücken muss. Und ich hoffe, dass ich das in einen einzelnen YouTube-Part kriege und nicht innerhalb dieses Parts jetzt schneiden muss, weil das sonst sehr ärgerlich wäre. Wenn da jetzt ein YouTube-Cut ist, lache ich. So! Ich habe jetzt alles auf die Musikspur gelegt, das heißt, leb deinen Traum, denn ich habe leider nur das. Aus dem Digimon-Stream. Ich spüre Energie in mir. So viel Energie. Geht's dir gut, Tentomon? Tentomon, digitier zu! Das ist für YouTube sehr awkward, weil YouTube hört das jetzt nicht. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass man es nur im Stream hört. Sorry, YouTube. Wenn ihr wissen wollt, worüber ich rede, dann müsst ihr in den Stream kommen. Link in der Videobeschreibung. So, jetzt machen wir mit dem Spiel weiter. One of Jenny's earliest memories was making raspberry jam with her mom. Spürst du die Kraft in dir, die dich weitertreibt durch diese fremde Welt? It's the perfect substitute for blood in class demonstrations. Echt? Marmelade, okay. And better tasting than the pig's blood the textbook recommends. Schmeckt doch besser als das Schweineblut, das die Lehrbücher empfehlen. Bitte was? Was machst du mit dem Schweineblut, Jenny? Ich frag für einen Freund. Looking rather trim today, Ethan. New diet? What's the matter? Oh shit. Lost your funny bone? Yeah. Wie war das noch mit Humor in diesem Spiel? Jenny, kannst du ein bisschen schneller laufen, bitte? Bisschen. Ein guter Detektiv. Eine Mindmap. Becoming a great detective took more than book smarts. Aber ich muss nun leider los. Nein! Wenn du den Rest hier anschauen möchtest, Cora, dann kann ich dir einen Blick auf den YouTube-Kanal Rompe der Spielbär AE statt empfehlen. Denn da wird dieser Stream auf jeden Fall partweise hochgeladen, aber ich bedanke mich, dass du da warst. Dankeschön, dass du da warst. Ich wiederhole mich. Ich wünsche dir viel Spaß auf der Arbeit, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, entweder bei dir oder bei mir. Mach's gut, bis dahin. Bye, bye. You needed real life experience. Immer wie ein Mörder denken, Instinkten vertrauen, den Beweisen folgen, Seminararbeiten pünktlich ab.
And Jenny was always irgendwas. On the lookout for a chance to get her hands dirty. Niemals etwas persönlich nehmen. Zu früh zeigen, was man weiß. Den Kaffee unbeaufsichtigt lassen. Guter Punkt. Spekulationen anstellen. Keine Spekulationen anstellen? Alter. Achso, abgeben. Pünktlich abgeben. Essay über Enthauptung und Zerstückelung nächste Woche fällig. Wissen, wann man nach Hilfe fragt. Den Kaffee unbeaufsichtigt lassen. Niemals nicht! Niemals nicht! Vor allem nicht bei dem Mädchen hinter der Theke. Ein Sticker! Nee. Galeriekunstwerk immer noch. Ich will Sticker haben! Sticker! Sticker für mein Notizbuch. Guck mal, da ist auch noch ein Kunstgalerie-Ding. Konnte ich mir nicht gerade was anschauen? Hat hier gerade nicht ausgeschlagen? Offensichtlich nicht. Okay. YouTube-Abo ist raus. Oh nein! Bitte nicht abonnieren. Danke. Please do not touch. Someone must be running an experiment. Bitte nicht berühren. Objection! Gross. Naja. Pretty soon it's gonna sprout legs. Okay. Kriegt man einen Erfolg, wenn man sich das lang genug anschaut? Ich probier's jetzt mal nicht. Fetzen nehmen. Galeriekunstwerk. Okay. Wenn die Räume alle so groß sind, dauert das immer ein wenig. Dum, dum, dum. Kann da nicht in den Raum rein, ne? Schade. Jetzt lauf! Lauf, Jenny, lauf! Da kommt mal noch ein Galeriekunstwerk. So, und jetzt? Und jetzt? Also ich kann nicht die Ebene wechseln. Ich bleib hier auf der Ebene. Und jetzt? Habe ich die Tafel noch nicht genug inspiziert? Oder muss ich hier noch was machen? Nee, hier kann ich nichts mehr machen. Muss ich noch irgendwas mit der Tafel machen? Das ist das Einzige, was ich jetzt noch inspizieren kann. Ah. Das war es vermutlich nicht, was ich sollte. Oh. Hier ist irgendwas. Bist du jetzt sicher? Ich finde diese Animation aber ziemlich cool. Also das Spiel ist halt echt toll gemacht, ne? Also es scheint wohl irgendwas hier zu sein. Ah! Aber ich bin zu blöd, das zu finden. One of the students' term papers. Aha. You can tell by the terrible handwriting and erroneous conclusions. Das sieht man sofort an der furchtbaren Anschrift und den fehlerhaften Schlussfolgerungen. Mom must have put them behind the chalkboard. Ach ja, stimmt, wir suchen die Dinger ja noch. Hä? Ich kann die Tat. Wow. Found you. Time to get out of here. Wow. Okay. Ich dachte, wir müssen jetzt ihn einzeln finden, dass die Mutter die einfach hinter die Tafel kollektiv gelegt hat. Da wäre ich jetzt nicht hinter gekommen. Oh Mann, ey. Okay, so she wasn't really dead. That would be silly. No, Jenny was alive and well and ready for another perfect day in Arthurton. Ja,
Jupp. Wollte ich nur so dazu gesagt haben. Ja, schön sieht das aus. Sehr nice. Gumball College. Okay. What the? What the? What a mess. I should investigate. Was ist hier nur los? Bonfire Celebration, Saturday. Gefunden. Fetzen nehmen. Jenny had an instinct for sorting treasure from trash. Okay. To the untrained eye, this was just a discarded piece of an old postcard. Ja. But to Jenny, it was a mystery waiting to be solved. I should keep my eyes open for any other pieces. The case of die rätselhafte Postkarte. Okay, aber sonst haben wir hier nichts, ne? Mysteriös. Was haben wir denn hier auf dem schwarzen Brett? Das wollte ich nicht. Wollte mir das nur anschauen. With flyers, personal ads and the occasional piece of gum. I'm amazed anyone can find anything on here. Ja, understandable. Fortunately, Jenny ziemlich zugeklärt das Ding. Like this. Mom always says a great detective eliminates the noise. Focus on the details and you'll find clarity in the chaos. Okay. Katze vermisst, hört auf Namen Trevor. I wonder if anyone else Trevor! Finds this junk. Hold on. What's this? Stadtbenachrichtigung, oh, no. Ausgangssperre. Extended curfew hours again. Okay. Bitte entschuldigen Sie unser Car. Also, bleiben Sie sicher, bleiben Sie drinnen. 21 Uhr bis zum Sonnenaufgang. Bitte entschuldigen Sie unser Chaos, während wir Ihr Stromnetz verbessern. Während dieser Zeit können kleine Unannehmlichkeiten wie tägliche Stromausfälle auftreten. Na dann! 9 p.m. to sunrise? That's ridiculous. Aber warum Ausgangssperre da? Okay. Power outages had become a regular occurrence in town. It was dangerous to be wandering around after dark. Ja gut, das macht Sinn. It won't be long before we need a permit to go out at all. Das ist ja genauso wie... Okay. Neuer Sticker. Ja, ja, so wird das in Deutschland auch bald sein. Wird auf keinen Ritz treten. Was ist hier los? Herr Busch, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Hey, you! Oh, hi there! General Kenobi! What are you doing back there? Well, I was pruning. But then I discovered the cerulean bugberry bush. Discovered? These bushes are all over Arthurton. Actually, this is an incredibly rare bloom. There's nothing rare about Arthurton. I beg to differ. Arthurton has many beautiful and exotic plants. Mm-hmm, wenn du meinst. Looks like a regular old bush to me. Wow. Some people just don't appreciate the wonders right in front of them. I guess that's why I'm one of the lucky few working in Dean Strausberry's greenhouse. Mm-hmm. Die kann Strausberry, okay. Anyway, I should get back to work. I want everything to be perfect for the Dean's retirement celebration. Ihr habt das Gefühl, dass irgendjemand von den Strausberries umgebracht wird und er einer der Verdächtigen sein wird. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Fragt mich nicht warum. Galeriegegenstand. Das war's.
Tschüss, Herr Buschmann. Hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Vogel. Toll, und dafür bin ich hier hingelaufen. Das hat sich ja sehr gelohnt. Und da liegt noch ein Mülldeckel. Hallo Mülldeckel, tschüss Mülldeckel. Villa Finkelstone. Oh. We love you, Dean Strawsberry. Okay. Noch ein schwarzes Brett. Reins, okay. Und die macht Picknick. Er sitzt am... Achso, er liest ein Buch. Ich wollte gerade sagen, sitzt am Handy. Signs and decorations adorned the entire campus. A party to celebrate the Dean's impending retirement. Ja, endlich geht der alte Sack in Ruhestand.